Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, nein, der ersten Folge Let's Play DayZ Origins auf unserem Server. Und dabei ist der Josh. Du kommst schon wieder komplett durcheinander, ne? Und der Jonas. Jo. Und ich. Pass auf unseren Server, wir haben keinen Server. Moritz labert eine Scheiße. Ja, auf unserem Kanal, sorry. Ich habe einen Zombie hinter mir, den ich gleich abschießen werde und wir sind in Kameni gespawnt. Und hoffen wir, dass wir uns gleich alle treffen. Jonas ist noch nicht ganz am Spawn, der ist noch am Join. Oh ja, hab bei mir nicht richtig gefunst. Josh, ich bin in Dings, wie heißt die Stadt? Ekaterinburg, oder? Ekaterinburg. Genau. Ich habe hier gerade eine AK gefunden, braucht jemand eine AK? Ja, das wäre nice. Aber ich habe ja auch einen Reifen, ich würde lieber den Reifen mit. Ja, dann nimm lieber den Reifen mit. So, jetzt gehe ich mal kurz gucken. Ja, wir wollen nämlich ein Auto fit machen und damit ein Heli fit machen und damit ein Haus fit machen. Ist das nicht eine schöne Beschreibung? Erzähl mal. Nein, Haus fit machen, Haus bauen. Erzähl mal bitte von der. Von der Season, die wir zusammen gemacht haben. Welche Season? Warte, ich kämpfe gerade gegen Zombie. Wo ihr das Auto zerstört habt. Wo ich das Auto zerstört habe durch einen, keine Ahnung, irgendwie komischen Fehler. Ich bin auf jeden Fall geradeaus gefahren. Moritz ist auch mit drin. Also ich fahre geradeaus. Auf einmal ruckelt das so. Du denkst so, hä, was ist denn los, ey? Fahr irgendwo rüber. Ja. Ich bin über irgendwelche Pfeiler gefahren, hat Moritz gesagt, und dann ist auch so explodiert. Das haben wir aber leider nicht in der Aufnahme. Dafür haben wir eine andere tolle Szene in der Aufnahme von euch jetzt. Na, die werdet ihr wahrscheinlich schon gesehen haben, wenn ihr auf unserem Kanal seid. Ja, pack auf jeden Fall einen Link rein, weil das ist einfach nur heftig gewesen. War. Das war ein bisschen Spaß. Kreisverkehr weiter geradeaus. Fährst du gerade wirklich über Rasen oder fährst du? Ich bin jetzt auf Kreisverkehr drauf. Nicht da lang. Doch, da ist die Stadt. Siehst du die nicht vor uns? Ja, ist noch okay. Bitte nicht gegen Bäume fahren. Du fährst echt wie so ein. Ja, der Wagen ist anders. Kannst du den Heli jetzt sehen? Versuch mal. Ja. Soll ich schießen? Schieß. Ja, er versucht auszuweichen. Geht er runter? Er geht runter. Da ist einer rausgesprungen. Da ist noch ein Heli. Krass. Krasse Scheiße. Die holen wir uns. Das ist aber ein Sektor B Heli. Die holen wir uns. Wir gucken, wo die lang. Wirklich holen? Du kannst die abschießen mit dem Ding, da machen die nichts. Das ist übelst geil, Alter. Ich fühle mich fast schuldig, dass ich die gerade. Alter! Hast du die Explosion gesehen? Ja. Hast du, die mit dem Fallschirm im Blick? Doch, ich habe ihn im Blick. Da ist einer. Soll ich die? Der den, wenn er auf dem Boden ist, wenn er landet, noch nicht schießen. Habe ich eigentlich noch Muni? Nachladen, ja. Doch, lad nach, du hast drei Magazine gehabt. Wie lädt man denn nach? Ja. Oh, wow. Okay, es ist dunkel. Okay, Josh. Hä? Jetzt ist er weggespawnt. Ne, über uns, über uns. Siehst du ihn? Ja, bleib stehen. Noch nicht schießen, erst wenn er auf dem Boden ist. Echt? Ja, kurz bevor er aufkommt. Ich glaube, er kann selbst... schießen? Warte, ich versuch mal, ob ich... Warte. Okay, schießen kann ich. Lol. Alter, ist das weird, ohne Spaß. Scheiße, der landet da drin. Dran? Der muss ja. Der landet hier drin. Oder? Ja. Nice. Man kann auch in der Ego-Perspektive... Mach links, links, links landet er jetzt. Ja. Da, oder? Hä? Da ist keiner dran. Da war keiner dran. Okay. Eine Mogelpackung. Okay, dann machen wir jetzt ein Heli klar. Plan. Wir hauen jetzt hier. Ja, wir machen jetzt. Wir fahren jetzt zu der Stadt und machen Heli klar. Oh, das tut mir eigentlich voll leid, dass wir den abgeschossen haben. Guck mal, das ist das Wrack. Leute, schieß, schieß! Wow! Kriegst du ihn? Geil. Ich hab ihn. Oder? Bleib du drin, bleib du drin. Aber ich habe gebrochene Beine. Ich blute. Das war heftig gewesen. Meh, musst du das so sagen. Ja. Und ich habe schon wieder zwei Reifen. Ja, also unser Plan ist wie gesagt Autofit, Helifit, Hausfit. Bam. Besser kann man das nicht beschreiben. Wir hatten ja ein UAZ, also mit einem Geschütz drauf. Das macht die Zuschauer doch nicht neidisch auf eine nie dagewesene Season.
Ja, aber wir werden das auf jeden Fall wieder versuchen, so ein Ding zu bekommen, weil es arschgeil ist. Ich hab schon oder wir holen uns einen Bus, wo auch ein Geschütz drin ist. Ja, Mann, ja. Wir haben einen Bus. Lol, was geht denn? Das ist ja auch richtig scheiße hier. Wieso sind die Zombies auf einmal so aggro? Wir wollen natürlich auch ein Haus bauen. In ich habe einen Plan, Zeit, auf jeden Fall schon mal. Für okay. Eine große Garage. Bandit oder nicht Bandit? 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 Ein Plan, ein Bauplan. Ach so, es gibt ja auch ein neues Inventarmenü, ne? Zeig das mal. Oder ja, hast du bestimmt schon. Ja, ich war schon öfters im Menü, ja. Ich muss mich schon verbinden. Jonas, bist du mittlerweile gespawnt? Ich bin gerade am Drücken. Jetzt genau bin ich am Laden. Wo treffen wir uns eigentlich gleich? In Yucatán, bla bla bla, da wo das Airfield ist. Okay. Heißt bestimmt Yucatán, oder wie du gesagt hast. Ja, bin mir sicher. Ich bin in dieser Stadt auf dem Berg. Ja, da bin ich auch. Das ist Kamini. Nein, das ist nicht Kamini. Kamini ist weiter runter, glaube ich. Kamini ist... Na egal. Wo bist du da? Ist das eine, wo wenig Bäume sind? Ich laufe gerade drauf zu. Das ist die Stadt auf dem Berg eben, wo man spawnt. Die nördlichste Stadt... Siehst du da zwei Industrietürme? Ja, genau die meine ich. Ja, das ist Kamini. Das ist Kamini? Ich dachte, die andere Stadt heißt Kamini, die weiter unten. Dann komm zu den beiden Industrietürmen. Ich bin bei dem linken von denen. Ich glaube, ich versuche hier auch ein Auto fertig zu machen. Bei der linken von denen, du bist auch gut. Ich weiß nicht mal, von welcher Seite ich komme. Du weißt nicht, von welcher Seite du kommst. Ja, du kommst wahrscheinlich von der Seite, wo ich gerade hingucke, weil das die einzige Seite ist, von der du kommen kannst und du beide Türme gut erkennen kannst. Egal, auf jeden Fall ist hier ein Industriegebäude drin, wo man auch Autoloot finden kann. Da gehe ich jetzt einmal rein. Du meinst dieses längere? Na komm, hier ist eine Spitzhacke, die nehme ich schon mal mit, die ist gut fürs Haus. Oh, Alter, wieso fängst du jetzt schon... Plan. Lass die scheiß Spitzhacke liegen, die findet man wie Sand am Meer, ey. Warum soll ich die liegen lassen, wenn ich die jetzt schon habe? Scheiß. Die hat benutzt doch lass nur... Lass sie liegen. Warum? Weil wir so viel Spitzhacken finden werden. Spritzhacken? Spitzhacken. Aber ich habe jetzt schon mal eine, ist doch gut. Wenn sie hier liegt, brauche ich sie doch nicht liegen lassen. Aber du hast ja nicht meinen Rucksack. Von daher ist die das nicht... benutzt nur einen Platz unten, wo das Messer ist. Was? Oh, da findest du nichts außer Karte, Messer, Uhr und Kompass. Mehr kann da unten nicht rein, denn du hast mehr Plätze, als du brauchst. Panzersperreinsatz. Nee, warte, was ist das? Bist du jetzt? In den Gebäude drinne. Ich komm raus, nicht jetzt entgegen. Lagerhallen hier? Ja, ich bin hier. Jo. Also ich glaube, ich mache hier ein Auto fertig. Und da ist er schon. Ich war hier der Auto fertig. Weg. Oh Mann. Ja, wir laufen. Hier einfach ist ein einfach Hochsitz. Direkt den Kamin, hier ist ein Hochsitz. Ja, können wir mal vorbeigucken gehen. Ich weiß jetzt auch nicht genau, wie wir in die andere Richtung kommen. Also zu der Stadt, wo wir hin wollen, aber wir verfolgen einfach mal eine Straße hier. Ich habe ein Fahrrad gefunden, Leute. Ja, nice. Was? Damit kannst du ja schneller ein Auto suchen und klar machen. Hier ist ein Friedhof. Achso, wir wollen in die andere Stadt. Ich sag dir gleich, wo es lang geht. Warte, guck mal, hier ist ein kaputtes Auto, glaube ich. Sieht noch relativ heil aus, muss ich sagen. Ja, keine Reifen. Steig rein. So, mal gucken, ob hier vielleicht irgendwas drinne ist. Das wäre ja geil. Nein, da ist natürlich nichts drin. Okay, jetzt sind die Zombies aber auch nicht mehr sauer auf uns wahrscheinlich. Steigen wir mal aus. Alter! Hier ist ja noch ein geileres Auto. Jonas. Fährt das? Nein, die fahren alle nicht. Da ist auch nichts drin. Schade. Okay, wir hätten hier zwei potenzielle Autos, die wir fertig machen könnten. Aber ich glaube, hier ist nicht genug Industrie-Loot. Scheiße, ich muss mal... Steig mal ein. Ich muss kurz mal... Komm her, wir gehen hier erstmal... Bleibst du denn? So, wir müssen einfach nur die Straße hier runterrennen. Ja, ich guck gerade, ob wir hier ein bisschen Industrieloot finden können in der Stadt. Beziehungsweise ich öffne gerade. Oh, hier warst du schon drin, das ist unnötig. Jetzt komm. Treffen wir uns erstmal das Wichtigste. Leute? Ja. Der Totenkopf hier drauf, das. Könnt ihr mich gut verstehen? Ja, jetzt. Ja. Weil ich mach glaube ich hier ein Auto fertig. Hier sind ganz viele Sachen neu gespawnt.
ganz viele Teile. Und ich glaube, das wird überhaupt kein Problem sein, hier ein Auto fertig zu machen. Also ich hole euch dann ab. Ja, okay, Jonas, wo bist du jetzt? Ich bin auf dem Weg zu Josh. Ja. Dann warte mal. Haben wir das gehört gerade? Ich höre irgendwie nicht doppelt. Wahrscheinlich von Josh. Ja. Hier ist ein Hochsitz, da gehe ich erstmal hin. Warte doch mal. Alter, hier ist voll das fette Industriegebäude, Jonas. Was, du meinst das Krankenhaus oder was das da sein soll? Nein, das Industriegebäude. Alter, Jonas, wir können ja auch ganz locker ein Auto fertig machen. Und wir haben so ein fettes gepanzertes. Hätten wir. Und ich weiß What nicht, the fuck, ganz aber ich glaube, Josh hat zwar ganz viel Loot bei sich, aber ich glaube, er hat bis jetzt noch kein Auto gefunden, was er fertig machen kann, oder? Doch, hat er doch gesagt, er ist ein Auto auch. Echt? Also ich bin jetzt auf der Hälfte des Weges zu Jaroslav. Ja, dann komm mal wieder her. Gleich ja. Hier ist viel. Ganz ehrlich? Nein. Ich gehe dann da erstmal in den Supermarkt und... Josh, wo bist du eigentlich? Was du brauchen wir? In... Ekaterinburg. Ekaterinburg, genau. Oh Jonas, du bist so ein Spacken. Der baut das Auto alleine fertig, dann kannst du mich vielleicht überholen, wenn du schnell bist. Dann nehme ich die aber garantiert nicht mit. Finde erstmal ein Tool. Jo, ich müsste nur warten, da hier wird lock... Alter, ja, Verbindungsfehler, schön. Ich will keine Karte auf. Das ist ehrlich, da oben ist das übelste Kaff, da brauchen wir nicht suchen, ey, das ist übelste Scheiße. Das hat man da keinen Plan von Daisy. Das ist cool, Morphin. Zwei Industrie-Loot-Gebäude. Und ganz viele Hochsitze drumrum. Die du nicht besteigen kannst, weil du keine, naja, 8 Schuss hast. Vier. Aber da 3-4 Zombies. Wieso 4? 4 Schuss. Okay, weil du 4 Schuss hast. Ja. Also ist das auch schon wieder ausgeschlossen. Hast du das Gefühl, dass nach dem Update man viel schlechter durch Türen durchkommt? Ich habe schon mal einen Tank gefunden. Benzinkanister nehmen. Das ist doch schon mal gut. Das ist mir gestern auch passiert, aber aus dem Container. Dann hing ich da. Ja. Na, Moritz mich überfahren. Ja, du bist aber auch da so rausgekommen, so komisch. Ja, ich bin da die ganze Zeit gegengelaufen, bin da drin gebackt und so und dann... Du kommst auf einmal so rausgeschossen in dem Moment, wo ich an dir vorbeigefahren bin. Das war ziemlich assig. Ich hab mich auch selber... Was hast du denn da drin gebacken? Nichts. Essen. Ich bin jetzt in Jaroslav und da steht ein Auto oder so. Ich hab auf jeden Fall schon mal einen Tank. Das ist schon mal gut. Ein Tank? Und einen Reifen. Auch schon mal gut. Ich brauche aber noch eine Toolbar. Stimmt, das habe ich auch noch nicht, glaube ich. Toolbar. Oder? Ah, doch, zum Glück. Geil. Und hier oben ist leider noch nicht gespawnt. Ah doch, da ist was gespawnt. Was ist das denn? Oder ist das nichts? Das ist nichts. Oh. Wo ist meine Waffe hin? Leute, meine Waffe ist weg. Oh, jetzt noch eine Spitzhacke. Nee, und ich glaube, die ist weggepackt. Oder habe ich die da noch? Die ist in meinem Körper festgebackt, ist das Gefühl. Ja. Aber ich glaube, sie ist noch da. Ich laufe sogar in die falsche Richtung. Also ich wäre jetzt eiskalt in die falsche Richtung gelaufen, wenn ich die Straße weitergelaufen wäre. Jetzt, wenn ich gerade auf die Karte gucke. Ist ja nicht so gut, ne? Nee. Das ist nicht so optimal. Ich gehe erstmal ins Krankenhaus gucken und vielleicht ist hier ein bisschen Blut oder so. Ja, unbedingt. Ich brauche auf jeden Fall Blut. So wenig, alles ist grau. Welchen Wagen soll ich lieber fertig machen? Den mit, also so ein Taxi oder dieses voll gepanzerte, was einmal Scheiße. Drumrum voll Panzerung hat? Kacke, ey. Na? Keine Ahnung, ich renne gerade um mein Leben. Ohne Scheiß, ey, was soll denn das? Fick-Zombies, ey. So.
Ansonsten müsst ihr mich bloß immer schlagen.